Hallo, heute erkläre ich, wie man Gruppennebenstellen in 7talk erstellt. Hierfür gehen wir auf Nebenstellen, gehen zu Aktionen und Gruppennebenstelle erstellen. Hier geben wir eine Nebenstellennummer ein, die noch nicht vergeben ist. In diesem Fall nehme ich die 850, einen Namen oder Beschreibung für die Gruppe, in diesem Fall Buchhaltung. Nun wähle ich mit Steuerung oder mit Shift aus, welche Mitglieder alle in dieser Gruppe beinhaltet sind. Nun komme ich zur individuellen Weiterleitung, ob ich diese zulassen will oder nicht. In diesem Fall verbiete ich das. Individuelle Weiterleitung bedeutet, ob die Weiterleitungseinstellungen von den einzelnen Nebenstellen verwendet werden sollen oder die Weiterleitungseinstellung von der Gruppe. Da wir Verbieten verwenden, wird die Weiterleitungseinstellung von der Gruppe genommen und die individuellen Weiterleitungen werden verboten. Hier ist die Weiterleitung der externen Anrufe. Unbedingte Weiterleitung bedeutet, dass es direkt weitergeleitet wird, ohne dass es klingelt oder ohne dass es wartet. Weiterleitung, wenn besetzt, wird es weitergeleitet. Wenn besetzt ist, nach einem gewissen Timer. Und weiterleiten, wenn keine Antwort. Diesen Timer geben wir hier ein. Hier geben wir an, welche Nummer angezeigt wird. In diesem Fall lassen wir die Anrufernummer da. Hier die Weiterleitung der internen Anrufe. Wenn mich eine andere Nebenstelle anruft, kann ich Weiterleitungen einstellen. Und dann gehen wir runter auf Speichern und die Gruppe wurde erstellt.